Den Rettern von BRK und Feuerwehr bot sich ein einziges Blechknäuel, als sie am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr am Unfallort eintrafen. Auf der Startstraße zwischen Pocking und Würding lagen zwei Pkw ineinander gebohrt in der 2 Meter tiefen Böschung im Straßengraben. 3 Personen galt es zu bergen. Eine Frau aus dem einen und einen Mann und eine Frau aus dem anderen Pkw. Eine Autofahrerin aus Österreich ist auf der Startstraße von Pocking Richtung Würding unterwegs gewesen. Und im Bereich eines kleinen Waldstückes ist die Frau rechts von der Straße abgekommen, hat dann entgegengesteuert. Deshalb ist ihr Fahrzeug ins Schleudern geraten und mit einem anderen Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn oder das entgegengekommen ist, zusammengestoßen. Beide Autos, besonders der Wagen der Unfallverursacherin, war nur noch ein einziges Blechknäuel, aus denen die Feuerwehr, Notarzt und BRK-Einsatzkräfte die Verletzten bergen mussten. Die Fahrerin, die Unfallverursacherin, selbst wurde schwer verletzt. Die ist mit einem Hubschrauber abtransportiert worden ins Krankenhaus nach Linz. Im anderen entgegenkommenden Fahrzeug saß ein Fahrer und eine Beifahrerin. Beide Personen sind ebenfalls schwer verletzt worden. Der Fahrer kam mit etwas leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Braunau und die Beifahrerin wurde sehr schwer verletzt und ist mit dem Hubschrauber ins Klinikum Passau eingeliefert worden. Und der Zustand der Beifahrerin, der ist bis dato kritisch. Die beiden Fahrzeuge sind komplett zerstört worden bei dem Verkehrsunfall. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Dunkelheit hinein hin. Polizei, Feuerwehr, BRK und 2 Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle im Einsatz. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.